Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar spielen wir Layers of Fear, allerdings im Livestream. Ich streame ja zweimal die Woche auf Twitch und ich wurde jetzt schon mehrfach gefragt, warum ich denn meine Streams nicht einfach bei YouTube hochlade. Meine bisherige Antwort darauf war, weil es keiner anguckt. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich werde jetzt diesen Stream nebenbei auch noch aufnehmen, mal auf YouTube hochladen. Gucken wir einfach mal, wenn es keinen interessiert, streame ich ganz normal weiter. Falls irgendjemand sehen möchte, werden künftig vielleicht sogar alle Streams auch hier auf YouTube landen. Kleines Experiment, einfach mal gucken. Ja, ich habe keinen derzeitigen Fortschritt. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. Ich habe das mal gespielt, Kino, ja. Das ist schon precious thing you ever truly 5-6 Jahre her. Ich weiß nicht, ob ich mich noch an irgendwas erinnern kann. Finish it. Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray, ist ein sehr gutes Buch. Möchte ich an dieser Stelle mal empfehlen. Ich weiß, du hast das 2019 mal gespielt. 2019 habe ich das nicht gespielt. Das war nicht Layers of Fear, das war Visage. Am PC hatte ich das Game gar nicht, das hatte ich auf der Xbox. Nein, nicht doch. Das hat mir dein Bruder geschenkt, ich hatte das Spiel gar nicht. So, jetzt hier Concentration. Sind da Jumpscares? Ich weiß es nicht mehr. Would like to ask you, wollen wir das echt alles lesen? Das gab es mal bei Epic. Keno, wirklich, ich hab's auf der Xbox gespielt, glaub's mir halt einfach. Da gab's es mal gratis irgendwann. Sagt ihr mir, ob ihr alles lesen wollt oder nicht? Ich muss nicht. Ja, okay, war interessant. Zeus-Band. So, irgendwo war da, glaube ich, ein Bild, ja? Und das hat man dann so nach und nach irgendwie aufgedeckt, glaube ich. Nee, man liest nicht. Okay. Juna, ja, hau rein, kein Problem. Oder läuft's Wasser? Das ist ein Zeichen, dass hier ein Geist ist. Das wissen wir von Phasmophobia. Gut, das schaut nach einem Atelier aus, oder? Ich habe in die Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt. Blau, ja, das ist das Atelier. Das schaut gut aus. Da ist natürlich zugesperrt, war ja auch klar. Nein, wieso geht's denn jetzt schon in den Keller? Ist das Spiel gut? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich meine, dass mir das damals ganz gut gefallen hat. Aber dass es aber auch recht kurz war, glaube ich. Kann man hier irgendwo Lampen einmachen? Oder habe ich eine Taschenlampe oder so? Das geht ja gar nicht. Okay. Ist auf jeden Fall ein sehr einladendes Haus. Da wäre ich gern mal eine Nacht. Hier ist irgendwas passiert. Mein Gott, das ist jetzt schon so viel zum Lesen. Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel, sehr gut. Okay. Das Rotkäppchen geomnommt. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich. Okay. Kann man Lampen oder so? Ah. Okay. Das ist doch schon mal gut. Musst viel lesen, sonst verpasst du vieles. Mein Chat hat gesagt, er möchte nicht, dass ich das lese.
Das ist ja Wahnsinn, was da jetzt in 2 Minuten schon an Text war. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal runter und ich glaube... Ich glaube, der Schlüssel war fürs Atelier und ich würde sagen, jetzt machen wir das erstmal auf. Ja, genau. Darum geht's ja, glaube ich, hauptsächlich, gell? Oh, wir haben sogar ein Spiegelbild. Okay, und da werden wir jetzt anfangen. Lost, you deserve it. Beende es. Okay, dann malen wir jetzt nicht mehr nach Hause, oder? F, passiert nix. L, passiert nix. Ich werde nicht so viel Chat lesen, damit wir da hier auch vorwärts kommen, weil sonst bin ich die ganze Zeit nur am Lesen, gell? Ich hoffe, das stört euch nicht. Man kann bei dir die Videoqualität nicht runtermachen, Amina Kohim. Das ist richtig, das ist unterschiedlich. Mal geht's, mal nicht. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du schlafen legst. Okay, der war dann anscheinend die ganze Zeit in seinem Film da und hat sein Bild gemalt. Und seine Alte hat rumgezickt, wie es halt ist bei einer guten Ehe, gell? So. Hä? Da bin ich aber nicht reingegangen. Okay, ich bin jetzt woanders. Okay. Wieder woanders? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Save the date. Wünschen Sie sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern Ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni, in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Aber das ist schon... Das Datum hat jetzt nichts damit zu tun, gell? Aber ich konnte schon nicht irgendwo anders hin, also... Bin da mal AFK. Glaube aber nicht, dass die neue Map großartig zu Among Us Comeback führt. Das glaube ich auch nicht. Alter, ich habe mir wegen dem Fenster fast in die Hose gegangen. Was war es? 854. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? So, das ist der Ehering, oder? Das kann ich dir mitnehmen. Nee. The past holds back, look closer. Was look closer? Was ist denn? Kann ja nichts machen mit dem Ding, oder? Nee. Oh! Die war vorher nicht da. Andres ist hier. Undercover.
Mhm. Boah, was das Schubladen sind. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Schubladenöffnungssimulator. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt, schon wieder zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren, selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Einfach mal die Putzfrau angekackt. Ja, wieso geht das nicht auf? Ich sehe halt nichts. Ich brauche eine Taschenlampe oder irgendwas. Ah, okay, da ist er fertig. Das ist nicht das Arbeitszimmer. Ich komme noch nie wieder in den... Scheiße. Hä, was ist da gerade passiert? Alter, ich sehe nichts. Bleibt das Spiel so dunkel? Das ist ja... Alter. Leicht angespannt. Obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambitionen. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet doch einmal, als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch bist du hier in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau der Welt. Ich liebe dich so sehr. Boah, das wird ein Jumpscare Debakel. Das ist jetzt schon zu viel Jumpgescare. Nein, Jesse, ich kann leider keine Kerzen nehmen. Wir müssen einfach hoffen, dass das Game irgendwann mal heller wird. Es ist schon extrem dunkel. Oh Gott, was ist das für ein Hebel, Alter? Geheimtür oder was? Ja, waren wir schon. Da ist schon wieder der Typ. Ich meine, die könnten halt ein paar Lampen und so hinmachen. Kurz nächtlich, Miller. Sofort mal. Mein neues TikTok gesehen. Ey, ich muss halt echt nur so erahnen, wo Türen sind. Es ist so dunkel, dieses Spiel. Wenn das so bleibt, muss ich echt ein bisschen heller machen. Paint deep lies, okay. Weil ich finde ja nicht mal die Türen, nix. Das ist ja Wahnsinn, wie dunkel das ist. Also Horror hin oder her, aber man sollte halt schon noch ein bisschen spielen können. Ne? Ja. Ja, ist die dämlich. Was stimmt denn nicht mit euch? Lauft doch nicht ins Feuer. Macht wie ihr meint. Karomi, hau rein. Kannst du ein Spinnenspiel spielen? Nein. Du meinst wahrscheinlich Kill It With Fire. Das werde ich auf YouTube weiter let's playen, aber streamen.
Okay, der war heftig, muss ich zugeben. Wo sind wir jetzt wieder? Stell dir sowas mal in echt vor, wenn du dann immer einfach nicht mehr zurückkommst. Da kommt ein Scare. Ja, mein Gott, jetzt heult deine Frau. Das muss ich halt auch nicht haben. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? Eigentlich nicht, nein. I mean, think ich nicht. I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Mhm. Not until now. Ich nehme an, jetzt ist es offen. Nein. Okay. Sag mal, Hausi, wie war das? Ja, das war gespielt. Ich bin ein sehr guter Schauspieler. Sowas macht mir doch keine Angst. Gott sei Dank war Juna schon weg. Die wäre jetzt voll am Ende wahrscheinlich. First step is the hardest. The first cut is the deepest. Ach, guck mal, du kannst halt alles aufmachen in dem Spiel. Ich halt wüsste, ob das was bringt. Ich glaube irgendwie nicht, dass man... Jetzt. Dankeschön für die Bets. Alter, ich. Ich will mich nicht umdrehen. I looked for a canvas. Das ist doch Haut. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Solange ich die Haut anschaue, kann nichts passieren. Boah, ich will mich nicht mehr umdrehen nach der Scheiße vorhin. Ist egal, du siehst halt echt eh nichts in dem Spiel. Ach komm, das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Promi. Danke für die Bets, Promi. Wo? Alter, ich. Alter, das geht nicht. Du siehst nichts. Was ist, wenn ich zurückgehe? Ah, okay. So, in unserem Atelier. Haben wir jetzt was gemalt? Mach heller, ja, ich mach auch heller. Das ist zu krass. Flamingos. Flamongos. Schaut doch gut aus. Ja, ein Horrorspiel heller machen ist immer so eine Sache. Das macht man halt nicht, ne? Schau, hier steht, benutze den Slider, um die Helligkeit so einzustellen, dass das Porträt gerade noch zu sehen ist. Man sieht es eigentlich gut. Schau, man sieht es jetzt noch. Aber das macht halt keinen Sinn, also... Ich weiß auch nicht, ob es viel bringt, sag ich dir ganz ehrlich. Keno und Heaton. Angsthase. Ich und Angst, ich spiel doch. Ist doch alles gut? Bin noch nicht erschrocken. Also einmal, aber das war gespielt. Und alles gut.
Clip muss ich mir später angucken. Für meine schauspielerischen Leistungen, da werde ich mich bewerben bei RTL. Wird noch schlimmer, da freue ich mich doch. Ich weiß wirklich, ich habe es schon gespielt, ich schwör's dir, ich weiß nichts mehr von diesem Game. Gar nichts. Ich muss ab nächster Woche einen Corona-Test machen in der Schule. Oh, ist doch nicht so schlimm, oder? Oh, da steht bestimmt gleich jemand, oder? Wie bei 4 war das. Dass man auch mal zum Aufzug gefahren und in jedem Stockwerk stand ein Mädchen und es kam immer näher. Oh, freudig. 4 war auch ein böse geiles Spiel. Man muss da immer alles zu sein. Ich kann Kerzen nicht mehr anmachen. Hä? Ach, das ist ein Bild, oder? Ja. Ich dachte, da steht jemand. Alter, wer setzt sich da hin? Oh mein Gott. Soll ich? Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nicht der Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegin und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung der Ausmaße der Verletzungen Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Amena Koim. Dr. Med. William H. Green. Lese es für dich und fasse es zusammen. Das ist ja noch schlimmer. Da sitzt sie 5 Minuten da und sagt nichts. Und dann, ich weiß jetzt schon, dass ich heute Albträume habe. Das tut mir leid. Ich wahrscheinlich auch. New Cheer. Omi, vielen, vielen Dank für die Bits. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Oh! Boah, ich hab jetzt echt ständig Panikattacken, mich umzudrehen. So, das geht nicht. Das, sowas darf ein Horrorspiel, sag ich dir ganz ehrlich, nicht machen. Man muss sich ohne Angst zu haben, umdrehen können. Oh, wo geht's denn da wieder? Okay, ich muss hoch. Oh nö. Das sieht halt nicht schön aus, gell? Okay, da brennt's anscheinend. Da breche ich doch jetzt durch, oder? Die Herrschaften haben auf jeden Fall ein sehr kleines Häuschen, muss man schon sagen. Leo, ein wunderschön.
Also ist auf jeden Fall das, also nicht auf jeden Fall, aber ich nehme an, das Kind ist gestorben bei der Geburt oder so, keine Ahnung. Vielleicht gab es ein Feuer, wegen Hauttransplantat ja auch. Most Wanted. Wie kommst du denn da drauf? Und ja, und da haben die sich so ein bisschen auseinandergelebt oder keine Ahnung. Mann, das sind immer so viele Wege. Ich weiß immer nicht, wo ich hin muss. Make up your mind. Okay. Mach ich. Ah, hier waren wir doch schon, ne? Ne, hier waren wir noch nicht. Das sieht auch alles gleich aus in dem Spiel. Aber die Helligkeit hochschrauben war auf jeden Fall eine gute Idee. Alter! So schnell räume ich mein Büro immer um. Ich habe gerade den Erfolg Wanderer bekommen. Das ist gerechtfertigt, weil ich halt echt hier nur rumlatsch. Oh, es ist ein sehr großer Spiegel. Sowas mag ich auch nicht. Das ist kein Spiegel. Das ist eine Tür. Ja. Oh, was ist das? Streichhölzer, die kann ich aber nicht nehmen. Alter, was geht mit dieser Butze ab? Außer ich sag mir Hallo, ich hab doch Hallo gesagt, dann wunderschön, Leo. Grüße dich. Ey, safe gab's da ein Feuer, also da kannst du mir nichts erzählen, da hat's irgendwie gebrannt. Ob dabei jetzt das Kind gestorben ist oder so, keine Ahnung. Oh, Rollstühle sind auch was Ekliges. Das war bei, Resident Evil 7. Ganz räudige Geschichte mit diesem Rollstuhl andauernd. Oh mein Gott, wieso so viele Türen? Ja, Gott sei Dank ist die abgesperrt. Die bitte auch, wenn es geht. So, wir verstehen uns. Wieso humpel ich denn eigentlich? Ich humpel, oder? Ich humpel. Na, aber die Tochter spielst du im DLC. Ach so. Ich müsste... Oh, jetzt drehe ich mich wieder um und dann ist da was. Scheiße, Mann, ich wusste es. Ich habe ich nicht gesagt, es passiert irgendeine Scheiße mit dem Rollstuhl. Es ist immer so. Rollstühle in Horrorspielen stinken. Yo. Das ist, ich sag's dir, das ist unfair, wenn ein Spiel einen auf diesen du darfst dich nicht umdrehen machen macht. Da muss man sich drauf verlassen können, dass man sich ohne Probleme umdrehen kann. Nein, die Typ. Was? Alter, was bin ich denn so schreckhaft? Das ist doch nicht auszuhalten.
Also ich erschrecke ja öfter mal, aber das ist ja ein Zustand. Die Sätze sind ganz verrutscht. Können wir das Licht bitte anlassen? Jetzt ist es zugesperrt. Ja, ich kann nicht aufmachen, Alter. Das, da musst du jetzt selber. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber das sollte er verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus. Was passiert da hinter mir? Hallo? Sir? Okay. This house is absolutely amazing. Das gibt's auch in VR. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Niemals. Ja, hilft dir nichts, wir müssen weiter. Oh, wenn die zugesperrt ist und ich mich umdrehen muss. Das schaut doch mal nach Schlafzimmer aus. So, da brauche ich eine Schallplatte. Hätte es auch gleich machen können. Headshot. Headshot. Danke für die Bits, Jesse. Er hört halt von alleine mal auf zu drehen. Alter. Das Spiel will mich doch jetzt ärgern, was denn? Echt verarscht, was ist denn los? Mach doch. Wieso pausiert? Hört das denn immer auf? Umschauen und dann nochmal spielen. Ich möchte mich nicht umschauen. Können wir uns darauf einigen? Wenn Hausi das in VR spielt, können wir an Sunny vorbeischicken. Das, also. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. Das reicht nicht. Also der kann dann auch nicht mehr helfen. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Habt ihr jetzt von den Jumpscares echt keine Clips gemacht? Ich habe nichts bekommen. Jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why did I think of a syringe? Hat ein bisschen was von Cyberpunk. Okay, die hat ihre Beine verloren. Deswegen auch der Rollstuhl wahrscheinlich. Keine Ahnung, was ihr passiert ist, aber sie hat Haut gebraucht und
und hat anscheinend ihre Beine verloren. Ich tippe immer noch auf Feuer. Ist das jetzt gut so? Ich kann da immer noch was spielen, was willst du von mir? Ich habe jetzt quasi zurückgespult, oder? Even! Einen wunderschönen. Klar, Hack Me hat einen Clip gemacht. Ja, vorhin, aber ich bin ja danach noch. Ich habe danach noch zweimal so getan, als wäre ich erschrocken. Ab jetzt werde ich jeden Jumpscares klippen. Ja, ich wusste gar nicht, dass das erwähnt werden muss. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Hä? Oh. Ja, Alter, was muss ich jetzt machen? So, wenn ich den hier rüber mache, spule ich die Zeit quasi vor, oder? Und alles verzieht sich so und wird hässlich. Und wenn ich den Hebel hinten umlege, geht das alles wieder zurück. Ach, kannst rausgehen? Ach so. Ich muss hier gar nichts mehr machen. Ja, sagt mir das doch einer. Um was geht es da? Ich weiß es nicht. Ja, ciao. Nox hat's dir erklärt. Übrigens, danke an Nox, der hat mir das Spiel nämlich geschenkt auf Steam, damit ich es streame. Da könnt ihr mal alle ein Yo-Danke in den Chat ballern, wenn ihr möchtet. Ah, das sammelt er da so zusammen, okay. So, was kommt jetzt nach dem Flamongus? Keine Ahnung, was das ist. Zweite Tür, was haben wir hier? Das Fläschchen. Aha, also schau, wir haben schon ein 2/6 vom Spiel geschafft. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Marcel, ein wunderschön. Ach, so lässt es sich löben. Punkte verdienen Hausnerven, Pizza und Joghurt auf dem Tisch. Oh, eine Pizza wäre jetzt so geil. Keine Worte dafür. Oh, schaut, das haben die hier aufgeräumt. Das wird hier immer schöner, das ist ja gut. Okay, die Tür haben es dezent abgesperrt. Da ist das Klavier wieder. Auch abgesperrt. Ja, okay. Okay. Ich wollte da durch. Ah, okay. Vor allem, ihr könnt ja vielleicht noch irgendwas sehen in dem Spiel, aber mich strahlen auch noch zwei Scheinwerfer hier an. Ich sehe nichts. Also nur mal so zum Vergleich, könnt ihr jetzt hier irgendwas sehen? Bei mir ist das ein pechschwarzes Bild.
Okay, also bei euch genauso duster. Umdrehen. Ah, nochmal umdrehen. Ganz viel umdrehen. Okay, das war gut. Diese Umdreherei, das ist nicht gut. Das. Hallo? Okay. Alter, ist dieses Spiel tricky. Hör mir doch auf. Don't forget, der 9. Juni. Okay. Vergesse ich nicht. Mach mal die Strahle aus, wollen wir sehen, wie es ohne aussieht. So. Was machst du eigentlich in diesem Haus? Ja, das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich wurde da vielleicht hingeschickt, um das zu untersuchen, was hier passiert ist oder so. I don't know. Lass so. Ich soll das Licht auslassen. Ganz dunkler machen ein bisschen. So. Aber aus doch nicht. Ich bin der Künstler. Boah, mir geht jetzt mal einer ab, wenn ich so eine scheiß Lampe einschalten kann. Heute wieder neue Zettel, sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich in jedem Wort zustimme. Okay. Ist das mein Schatten? Nee. Das ist nicht mein Schatten. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Links war die verschlossene Tür. Die ist jetzt nicht mehr... Okay. Oh, das ist ja mal ein großer Raum. Das ist... Ich hab so Schiss davor, weiterzugehen jetzt mal. Wenn ich das Spiel nicht stream... Ich guck nicht nach rechts, nein. Wenn ich das Spiel nicht streamen würde, würde ich 10-mal so lang brauchen. Da am Stativ krabbelt eine Spinne. Okay. Solange die noch weit genug weg ist, ist alles gut. Ach du Scheiße. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass ich mir Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen möchten. Boah, dieses Geräusch! Während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich meinem Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben, aha, Sherlock Housey, haben wie Ihre Frau nicht unüblich, was Sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele dieser Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher
psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, ich kann da nicht weiterlesen. Prozess, der all ihre Stärke und Unterstützungen, bla 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 bla, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. 5 Minuten nett sein, ja gerne doch. Also 2 Minuten muss er nachholen bei dem Text. Wer macht denn jetzt nett sein? Ich stream doch allein, zu wem soll ich denn jetzt fies sein? Boah, dieses Klingeln ist angenehm. Das gefällt mir. Lama-Mädchen! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Okay, ich meine, dass wir hier schon waren. Ich kann mich irren. Dankeschön. Ich kann aber nicht hingehen. Muss man vielleicht noch eine Runde gehen? Wolltest nur kurz reinschauen, gehst jetzt schlafen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne gute Nacht, Lama. Wie ich deine TikToks finde, Marcel, das sind natürlich, wie du weißt, mitunter die besten, die es überhaupt gibt auf ganz TikTok. Nicht umsonst folge ich einem so guten TikToker wie dir. Ich würde da jetzt dann gerne mal rangehen, wenn wir das irgendwie vereinbaren können. Okay, muss ich vielleicht mal andersrum gehen? So war es bei PT. Aha. Ich hoffe, ich habe niemanden verletzt da unten. Lauf in die andere Richtung. Ja, da bin ich jetzt drauf gekommen, gell? Machen wir schon. Jetzt ist es okay. Yes, speak. What? Die haben da jetzt einfach ein schnurloses Telefon draus gemacht. Oh Gott. Das ist doch nicht ohne. Which hospital? I'm on my way. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder in die andere Richtung, oder? Scheint so. Geh mal so rum. Oder auch nicht. Geh mal wieder so rum. Kann ich mit dem noch irgendwas machen, weil ich das noch hochheben kann? Nö. Jetzt ist sicher, es hat gebrannt. Ja, safe. Aber das war Sherlock Hausi schon lange klar. Zockerlimette, das war ein sehr lustiger Witz, aber nein, das war schon ein Telefon. Grüß Gott! Wenn es okay ist, würde ich gerne eintreten. Dankeschön. Gibt es einen Lichtschalter? Nicht. Doch. Nein, gibt es nicht. Ah, okay. Wenn das so funktioniert, ist es auch gut. Aha, nix. Sind die 5 Minuten schon um? Du wolltest keinen Witz erzählen. Du hast wirklich gemeint, das ist ein Türgriff? Kein Problem, das kann man schon verwechseln. Du bist noch sehr jung und weißt wahrscheinlich nicht, wie Telefone früher ausgesehen haben. Ja? Brummi, Alter, hör doch auf. Dankeschön. Nein, du wolltest doch erzählen, wie unglaublich schön wir alle sind. Das mache ich in 2 Minuten, wenn sie damit einverstanden sind, Marcel. Ist das schön hell. Hope is the mind killer. Okay.
Ah, ich kann nach oben und unten fahren. Fahr mal runter, oder? Keller ist doch immer toll. Und Jessica versucht zu dribbeln, du etwas. Hausi mag doch alle Leute, die Ananas auf Pizza essen. Keno, ich würde dich bitten, diesen 5 Minuten Netzteil-Modus nicht so auszureizen, okay? Aber Geschmäcker sind verschieden und ich akzeptiere das natürlich vollkommen, wenn es jemandem schmeckt, Ananas auf seiner Pizza zu essen, dann soll er das so essen. Da geht's wieder nicht weiter, das heißt, ich muss mich umdrehen. Ah, hier ist eine Tür. Muss sie gerade. Ich bin doch immer freundlich, Lea, und einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Hast ein bisschen was verpasst? Bäder sind auch immer was Ätzendes in Horrorspielen, gell? Komisch. Wie ich's halt wusste. Hallo? Silent Floaters, the clock that drains for the water. Ananaspizza ist das Abartigste, was es gibt. Und jeder Mensch, der das frisst, hat für mich nicht alle Latten am Zaun. Paddeln, das habe ich auch noch nie gehört. Viel Spaß. Muss ich hier drin noch irgendwas machen? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Dann muss ich wieder hier raus. Na, ist zugesperrt. Okay. Angenehm. Ah. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein so ein Türchen auf. In unserem Atelier. Und die anderen drei Türchen halten wir uns dann für den nächsten Stream auf. Ist das ein Plan? Seid ihr damit einverstanden? Und dann natürlich wieder jetzt Dizzy, Cordy und ein bisschen paddeln. Habe ich echt noch nie gehört. Okay, okay. Und Ananas auf Pizza ist das Beste. Ach, was ist paddeln? Das hat Marcel gerade gesagt. Ach, er meinte daddeln. Jetzt hat er da, dass sich korrigiert, okay. Er hätte sein können, dass man das so sagt. Ich habe zum Beispiel mal Anschiss bekommen, weil ich zocken gesagt habe. Ich sag, was heißt zocken ist im Casino? Sag ich, nein, wenn man ein Spiel spielt, zockt man. Ja, dann muss ich wieder. Mhm, schön. Jetzt schreiben alle nein. Ja, das Problem. Ich erkläre euch das Problem. Das Problem ist wie folgt. Wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann machen wir noch zwei Türchen. Dann haben wir für den nächsten Stream noch zwei Türchen übrig. Das lohnt sich halt gar nicht. Es sind sechs Türchen, dann machen wir drei jetzt, drei beim nächsten Stream durchgespielt. Oder? Das ist doch ein Plan. Oh, schön. Keller sind immer angenehm. Ich glaube zumindest, dass ich gerade noch runtergehe, oder? Was ich bisher ganz gut finde, ich weiß ja nicht, ob sich das noch ändert, aber... bisher gab es
keine Monster oder so. Das finde ich nicht schlecht. Ich kann nicht reden. Also es ist halt einfach, es ist halt an und für sich einfach gruselig, aber es sind halt keine Monster oder so, die immer irgendwie kommen. Kommt dann noch ein DLC und ein Teil 2? Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann spiele ich den DLC auch gerne, ja. Und Teil 2, also den DLC und Teil 2 kenne ich gar nicht. Ich habe wirklich nur Teil 1 vor 6 Jahren gespielt. Musste das Fleisch vom Knochen lösen. Ach, er hat ihr das Bein abgesägt, oder wie? Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Er hat mit ihren Beinen gemalt, oder was? Also mit ihrem Knochen eine Farbe gemacht. Alter, der Dude ist verrückt. Ich sehe nichts. Absolut gar nichts. Wie kann man denn so ein dunkles Spiel machen? Kein Teil 2. Ja, das ist scheiße. Nicht, dass ich Ärger mit Kenny krieg. Ah, schau, sind wir doch hier. Wunderbärchen. Was malen wir jetzt? Das geht ja schon so in Richtung Gesicht, oder? Das ist jetzt der Knochen, genau. So, schaut's. Das sind 6 Türen. 3 haben wir offen. Die nächsten 3 im nächsten Stream. So machen wir das. Das ist ein sehr guter Plan, den ich da hatte. Leute, ich danke euch wie immer allen fürs Zuschauen. Dankeschön für die Bits, Promi. Heute sehr viel gebittet. Danke für die neuen Subs. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Stream am Montag. Ich hoffe, ihr seid mit dabei.